passend zu unserem Buschkraftareal hier habe ich einen Buchtipp für dich, und zwar Äxte. Wenn du jetzt sagst, langweilig, dann schalte ab. Wenn du aber sagst, warte mal, Äxte? Ich stehe auf Äxte und bin mir eigentlich gar nicht sicher, ob ich genug weiß über dieses Thema. Wenn du sagst, ja, bitte zeig mir mehr, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal der Val de Liberté. Schön, dass du dabei bist. Joe Vogel hat gemeinsam mit Oliver Lang dieses Buch hier herausgebracht, Äxte. Ich habe das schon einige Zeit bei mir herumliegen und bin erst jetzt dazu gekommen, es wirklich durchzugehen. Ich habe nicht alles ganz genau gelesen und jeden Satz gelesen, sondern habe mir, so wie ich das sehr häufig mache, die Golden Nuggets, das was für mich interessant ist, rausgeholt. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß alles über Äxte, dann gratuliere ich dir und sage, yeah. Wenn du sagst, naja, was steht denn da drin in dem Buch? Dann kann ich dir sagen, dass einmal grundsätzlich über die Geschichte, über die Arten und über den Aufbau von Äxten etwas beschrieben wird, welche Stilarten es gibt und was für was gedacht ist. Also welcher Stil, welche Vor- und Nachteile hat. Ist sehr, sehr gut beschrieben. Also wirklich, wenn du siehst, schau her, allein nicht nur der Stil, sondern auch der Griff dazu. Und hier unterschiedlichste Griffarten. Ich glaube, das ist von EK. Also EK, nicht EK, sondern EKA, ein schwedischer Hersteller. Das schaut dann auch aus zumindest, also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Dann das dazugehörige Zubehör, wie der Axtkopf fixiert werden kann, mit welchen Möglichkeiten das geht. Also wirklich tief ins Detail rein. Axttypen, und zwar nicht nur das klassische, ja, oder es ist auch ein bisschen was über taktische Äxte drinnen, sondern auch zum Beispiel hier, das hier Kreuzhacke, ja, hier, das ist eh so ähnlich, das ist so ähnlich wie diese Oberharzer Axt von Bison, also unterschiedliche Axttypen und was der Hintergrund dabei ist. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Auch neumodernes Zeug mit abschraubbaren Axtkopf. Wirklich, wirklich, wirklich. Sie haben sich da extrem viel Mühe gegeben. Und wenn du Äxte gut findest, ja, wenn dir das Thema interessiert, da sind wir jetzt schon bei taktischen, ja, Äxten. Und da steht zum Beispiel eine Wertanlage. Also eine Axt kann auch eine Wertanlage sein. Wie auch immer. Ja? Also sie gehen wirklich ins Detail rein. Wenn dich das Thema wirklich interessiert und auch Materialkunde, das sollte ich ja mal wirklich lesen. Denn ich gebe es ja zu, das mit dem Material, welche Stahlsorten und wie das gemacht wird und so weiter, das weiß ich nicht. Und nein, ich werde nicht reinschauen, das interessiert mich auch nicht. Weil da ist alles schön beschrieben, also für all jene, die da Interesse haben. Also das musst du halt alles geben. Ja? Das musst du dir wirklich geben. Dann, das ist schon wieder interessanter, welcher Winkel, welche Wirkungen hat, wie man das am besten angeht. Da zum Beispiel, das ist auch immer so schön, das sieht man auch immer wieder, es gibt ja unterschiedliche Bushcraft-Hack- und Spaltmethoden, weil wenn du das einfach auf den Boden hinlegst und drauf haust, dann geht einfach das Stück Holz immer tiefer in den Boden rein, besonders wenn es geregnet hat, so wie jetzt aktuell. Pflege, Schärfen, auch alles im Detail. Und wenn du den Joe Vogel noch nicht kennst, kann ich da gleich eines sagen. Der Joe Vogel ist ein, ich schätze ihn sehr, ja, er ist ein Perfektionist. Und ich meine das im positiven Sinn. Wobei Perfektionismus auch Lähmung sein kann, ist schon klar. Aber hier ist der Mittelweg zwischen, ich liefere ein cooles, geniales Produkt ab, bis hin zu, es könnte man ein bisschen übertreiben, gut gefunden, wie ich meine. Hier Erste Hilfe, also da macht es Rabumsti Kabumsti. Übrigens, wenn dich Auto Erste Hilfe in Form eines Online-Kurses interessiert, billigste Eigenwerbung gibt es natürlich auch bei mir im Shop, gebe da unten den Link. Aber auch den Link auf Amazon zu diesem Buch, ich habe es leider nicht selbst im Einsatz. Dann einige Möglichkeiten, wie die Axt eingesetzt werden soll, wie sie kann, was man tut, was man nicht tut, unterschiedliche Griffarten, wie man präzise schlägt, also alles, auch Baumfällen ist mit dabei, alles, was man sich so vorstellen kann, sogar do yourself, mach deinen eigenen Axtkopf, ja. Lederscheide mit dazu und natürlich auch, wie man es wieder neu einstellt. Ich muss sagen, ein tolles Standardwerk, ja. Da steht das Handbuch Auswahl, Handhabe und Pflege. Und das haben sie auf jeden Fall super gemacht. Ist herausgekommen im Peach Verlag oder PH Verlag oder wie auch immer, da bin ich nicht. Ist nicht so meine Stärke. Gebt unten den Link auf Amazon. Dort habe ich es übrigens auch her. Habe es mir auch dort gekauft. Wieder mal eine kleine Buchvorstellung. Und wenn Joe Vogel draufsteht, dann ist auch zu 99,9% Qualität drinnen. Daumen nach oben.
Ja, jetzt bist du dran. Kennst du das Buch? Findest du Bücher grundsätzlich langweilig und sagst, Lesen ist nicht gut. Ich mag lieber arbeiten. Ja, schreib mir unten einen Kommentar. Übrigens ist alles billigste Eigenwerbung hier in meinen Videos, so wie immer, wenn du das noch nicht weißt. Ich wiederhole mich gern. Gib dir den Link zu meinem Axtangebot in den Shop. Auch auf Bushcraft, auf unser Bushcraft Camp hier. Da kannst du dir nächste Mal wirklich ausprobieren. Aber aufpassen, weil du bist hier in der Pampa irgendwo. Und wer sich da wehtut, hat doch einiges an Weg. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen, da geht's zu mir in den Shop, zu den nächsten, ein paar andere Videos. Und danke, danke, danke. Bis bald und ciao, ciao.